Willkommen zu F1 23 Breaking Point. Heute geht's ins nächste Kapitel und wir werden mit Kelly Mayers in der Formel 2 ein bisschen unterwegs sein. Schaut gerne vorbei oben rechts, falls ihr alle Videos noch nicht gesehen habt. Abonniert doch unbedingt gern kostenlos meinen Channel, falls euch mein Content gefällt. Es kommt natürlich auch, kam vorhin schon mein Team. Auf TikTok kommt auch einiges an Content online und abonniert auch unbedingt gern dort. Jetzt_Tobi, macht die 13k voll und wir starten rein. Was für dich? Ausverkaufte Fanartikel, obwohl die Formel 1 Connor Sports voll bestückt. Okay. Danke für die Info. Warum sagt er zu mir Boss? Okay, wir sind jetzt wieder bei Adrio Connor in Japan. Also wir sind jetzt wieder Aiden. Ich habe ein bisschen Schiss, ich bin nicht der beste Japan-Fahrer. Mal gucken, wie das Ganze ausgeht. Aber jetzt hören wir uns mal an, was hier Davidov zu sagen hat. Davidov? Connor, ich dachte, ich rufe mal an, um ein bisschen zu plaudern. Warte, wie viel Uhr ist es bei dir? Das tut nichts zur Sache. Das tut nichts zur Sache. Ich wollte vor dem Rennen einen kurzen Bericht. Okay, ich habe veranlasst, dass du alle Daten bekommst. Vielleicht haben sie es vergessen. Ich werde... Nein, ich habe alles hier. Ich habe keine Zeit, das alles zu lesen. Wie sieht es aus? Das Auto läuft gut, die Daten sind solide. Das gesamte Team scheint zuversichtlich zu sein und basierend auf den Prognosen bleiben wir bei der ursprünglichen Reifenstrategie, die wir besprochen haben. Wir werden sehen. Gut. Und die Jungs? Jeder bleibt für sich, also kein Feuerwerk. Aiden ist ein wenig ruhig, aber das ist normalerweise ein gutes Zeichen vor einem Rennen. Und Devin ist... Ich habe mit Devin gesprochen. Er ist bereit. Ist klar, Devin ist ja auch sein Sohn. Okay. Mach weiter so. Viel Glück. Wir sprechen uns bestimmt später. Es wird vermutlich wieder was zu sprechen geben. Deswegen gehen wir direkt ins nächste Kapitel. Der Film Tests. Was soll... Natürlich Tests. Der Film Jucken. Ein neuer Star? Gut, während des Rennens. Das heißt, wir werden dann direkt... Ja, wir bleiben hier. Okay, gib Gas, bevor sich das Boxenstoppfenster öffnet. Okay. Schon dabei. Gut, es geht also ums Boxenstoppfenster. Ja, Bottas überholen sollte jetzt auch nicht das größte Problem werden. So, hier rum. So, vorbei jetzt mal. Bonus Platz 8 werden. Zwei Plätze sollten wir aber schon. Also Boxen zum Fenster. Das Auto ist aggressiv eingestellt. Sehr aggressiv. Sansi. Und wo ist. Wir sind. Okay, oh nein. Guck mal, wer vor Bottas ist. Ich habe wieder so eine leise Vorahnung, dass da. Ah, Latifi ist in Überrundung. Dass das nicht. Was? Latifi wird in der fünften Runde überrundet? Was ist da los? Ich habe so die leichte Vorahnung, dass wir... Ja, dass das nicht wieder mit rechten Dingen zugeht, was da jetzt abgehen wird. Egal. Gucken wir uns das mal an. Ich habe ein bisschen Schiss. Wir starten mit Gelb und schaffen Purple im ersten Sektor. Hier ist schon Valtteri, also den sollten wir holen, also vor der sechsten Runde. Das haben wir jetzt schon verloren, oder? Oder vor, nein, vor der achten, Blödsinn. So. Ein Valtteri, nein. Und das ist der nächste Boxenstopp hier in Suzuka. Oh, Aiden Jackson kommt rein. Er hat sich heute immer weiter verbessert. Und ich hab Zuschiss, dass... Sie brauchen dringend ein paar Ergebnisse. Nein! Wo ist der scheiß Reifen? Absolutes Chaos in der Garage. Oh ja, im Moment sind nur noch drei Räder am Wagen, Sascha. Aiden Jackson sieht verzweifelt aus. Hier wie kommt kann das man so blöd sein, Mann? Ja, das ist viel zu lang, diese Wartezeit, natürlich, die man hier im Cockpit absitzt. Was ist denn da bei Connorsport los? Der Reifen ist endlich am Auto und Aiden Jackson ist wieder im Rennen, aber er war das lange ist ein Desaster. Im Stopp. Das wird ihm teuer zu stehen kommen. Na, hoffentlich hält er jetzt auch. Aktuelles Ziel. Hol dir den achten Platz zurück. Ja, das ist zu dumm. Ja, ziehen wir es durch. Es geht eh nicht anders. Mir auch, ehrlich gesagt. Das ist nicht mehr normal.
Es ist natürlich Kinderkrankheiten und so, aber wir sind im 15. Rennen oder so, also dass da noch Kinderkrankheiten sind, das ist schon eher, naja. Ist natürlich klar, dass er sich darüber ärgert, aber ich glaube auch, ja, dass man das jetzt nicht mehr ändern kann. Man muss jetzt das Beste draus machen und so werden es auch wir jetzt machen. Wir ziehen jetzt voll durch, holen uns jetzt Devin Butler und gewinnen das Rennen. Okay, gewinnt jetzt nicht ganz, aber holen uns Devin zurück, auch wenn er jetzt für das heutige Fiasko nichts für kann. So, hier 130, eher gehen wir an, wer war das denn? Pierre Gasly vorbei. Ich finde es auch gut, dass wir immer die besseren Reifen zum Schluss haben. So, aus der letzten Kurve raus. Das reicht aber nicht für die schnellste Rennrunde. Ist egal. Also, wir waren gerade in der Box. Ja, ein Yuki in die erste vorbeigehen, das wird unmöglich werden. Es ist auch asozial, dass ich immer wieder die Leute beim Heim Grand Prix aus den Punkten rauswerfe. Yuki jetzt wieder 10. Ching, ching, ching. Yuki draußen aus den Punkten. Ja, ist halt mein Job. Es tut mir leid. So, la. Carlos Sainz wieder nur 9. Und Valtteri. Ich glaube, ich habe irgendwie einen Nahen gefressen an Valtteri. Das ist immer Bottas hier. Es sind immer die gleichen Leute hier in den Top 10. Ich meine, natürlich ist es eher unrealistisch, dass Bottas mit dem Alpha gerade mit dem vom letzten Jahr da vorne mithalten kann. Aber ja, egal. Es wird knapp. In der 130, ja, wird das ordentlich eng werden. Mir fällt gerade auf, wo ist mein Rückspiegel? Ich habe eigentlich einen Rückspiegel eingeblendet, egal. So, und jetzt auch hier am Valtteri vorbei. Halleluja, bremst ja hier früh. So, ein Platz nur noch. Das ist doch die schnellste Rennrunde mit 1,36. Sehr moor. Aber ja. Ich finde es halt auch lächerlich, dass ich hier die schnellsten Rennrunden mache mit den gelben Reifen. Mit den. Ja. Trotz Überholungen. Überholen wir lieber. Manches Mal ist das Handling toll. Wirklich. Und manches Mal kommst du so aus der Kurve. Mit so einem unfassbar fetten Quersteher raus. Ehrlich gesagt glaube ich auch, dass wir kein Happy End finden werden. Also wir werden nicht so gute Freunde oder beziehungsweise so ja, respektvoll dann umgehen wie mit Ackermann. Ich glaube nicht. Das ist, dafür ist einfach zu viel passiert. Er hat einfach... Ja Mann, Alter. Er hat einfach zu viele Schnippchen uns gelegt. Er hat einfach zu oft den Assi raushängen lassen. Zu oft uns... Ja... Einfach nicht, wir haben uns generell zu oft, zu wenig Respekt gezollt. Jetzt ist Steven ganz nah da. Jetzt sollte uns auch schon im Rückspiegel sehen. Aber ja. Das kann ich vergessen, weil wenn ich da ausschere, ist mir entweder Ocon oder Hamilton im Weg. Außen? Ja, weil Ocon eben hier so langsam macht. Jetzt haben wir auch noch Devin überholt und der hat sicher einen Hals. Der hat safe einen Hals, das, keine Ahnung. Dass er da vielleicht nicht mal mehr ein Wort rausbringt. Das kann ich mir gut vorstellen, dass der unheimlich aggro sein wird. Aber ja, was soll ich sagen? Ja, was soll ich sagen? Das ist jetzt der 5. Platz und wir haben sogar einen Puffer. 2 Puffer. Pufferbälle. Drin. Da ist das Podium drin mit diesen roten Reifen. Da ist noch Leben drin. Albix. Da ist auf jeden Fall heute das Podium drin. Hier vor uns. Charles Leclerc nur 1,3 Sekunden weg. Fürs DS-Fenster wird es nicht reichen. Aber es wird auf jeden Fall reichen, um uns hier dran zu arbeiten. Es reicht fürs DS-Fenster, oder? Ja, reicht fürs DS-Fenster.
So, Windschatten hier, tsching, Purple, letzte Rennrunde. Und die Runde war okay, ordentlich, würde ich sagen, für meine Verhältnisse. Und jetzt sind wir. Und da sehen wir auch das erste Mal dann Aiden hoffentlich in Action am Podium. Aber dafür müssen wir in den nächsten 1,5 Runden hier auch an Charles Leclerc vorbeigehen. Man müsste doch jetzt zuerst vorbei. Nein. Oh, da kommen wir gar nicht weg. Na, das nächste Mal werden wir es vermutlich dann erst in den 130R probieren können. Jetzt. Ja, und der Reifenunterschied ist auch immer noch sehr krass. Easy an Charles Leclerc vorbei. So. Vielleicht auch der zweite. Max ist nicht mehr drin, aber Checo sind wir. Nein, vorletzt erst. Die Pace ist echt enorm von uns. Platz, ich schwöre euch, Leute, das ist krass. Auf den Geraden könnten wir eventuell noch Besuch von Checo bekommen, aber Podium ist es auf jeden Fall, ist es allemal. Es ist das Podium hier, das erste mit Aiden Jackson und ich denke mal auch, es ist das erste für Konnersport Racing. Das ist ziemlich interessant, das ist sehr nice. Gut, Paris wird nicht mehr kommen. 10 Sekunden ist George Russell weg, also die KI ist wirklich unnormal easy eingestellt. Gar kein Problem, easy schon durch. So, es geht in den letzten Sektor, beziehungsweise in die letzte Schikane hier, auch einmal durch. Max gewinnt zwar, aber wir werden hier Zweiter und stehen am Podium mit Aiden Jackson. Und ich hoffe, es geht dann wieder in die Formel 2, denn ich würde auch unbedingt gern wieder mit Formel 2 Autos herumfahren. Hier sind wir nur noch Podium. Das Team tut so viel für den Sport, ja, Mann. Dass man sich einfach ist das geil. Kann. Mega. Mega. Max gewinnt und das Game ist auch sehr gut gelungen. Aber wir werden hier zweiter Platz und ich glaube, das ist wirklich das Maximum. Aiden, Sie wissen bestimmt, was ich fragen werde. Der Boxenstopp war eine In jedem Rennen gibt's Probleme, das wissen wir alle nicht. Man weiß nur nie, wo sie passieren. Man muss sich einfach damit abfinden. Positiv ist, dass so ein Schlamassel wie heute bedeutet, dass die Boxenstops für den Rest der Saison reibungslos ablaufen. Da bin ich mir sicher. In den sozialen Medien wird diskutiert, ob Devon im Team bevorzugt behandelt wird. Denken Sie das auch oder ist das eine ungerechtfertigte Unterstellung? Bei dieser Leistung scheint Devon die Bevorzugung zu brauchen. Das wäre ein harter Seitenhieb, aber ich nehme mal, sein Vater finanziert das Team, aber wir werden gleich behandelt. Es ist auch so. Davidoff Butler finanziert das Team, aber er ist ein guter Mann. Er will immer sicherstellen, dass jeder gleich behandelt wird. Ich denke also nicht, dass das stimmt. Die Probleme mit dem Auto, die Ich wäre angeboten für die nächste Season nicht abgeneigt. Wer wär's denn sowas? Ich wär schon, was sich die Zukunft bringt. Ich wäre angeboten für die nächste Season nicht ab. Nehmen wir das? Ehrlich zu sein, Natalie, ich wäre angeboten für die nächste Saison nicht abgeneigt. So läuft das Business nun mal. Wer weiß, wo ich lande. Eine Frage muss ich Ihnen noch stellen. Man munkelt, dass Mercedes George Russell eine kleine Rolle im neuesten Throttle Zone-Film verschafft hat. Was halten Sie davon? Ich kann es kaum erwarten, den Film zu sehen.
ehrlich gesagt finde ich das ziemlich eine coole Antwort. Oder ich finde das nicht so spannend. Nehmen wir das. Ja, was hat es damit auf sich? Ich wünsche ihm viel Glück und alles Gute, aber ich persönlich finde das nicht so spannend. Hoffen wir mal, dass der Film einem gefällt. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Nach Japan. Wird es da noch eine Besprechung geben? Ich glaube, da muss es auf jeden Fall was geben. Wir probieren mal. Doch nicht. Doch nicht. Doch nicht, leider. Ja, so würde ich mal sagen, für heute war es das mal. Wir gucken mal, was die Nachrichten so auf sich haben. In der Box festgehalten. Das neue Fans-Team kommt einfach nicht zur Ruhe. Davidov. Sprich mit mir. Worüber? Du hast das Rennen doch gesehen. Was gibt's da noch zu sagen? Ich dachte, vielleicht willst du etwas Dampf ablassen. Warum sollte ich meine Energie verschwenden? Wenn es nicht am Auto liegt, dann ist es das Team. Es scheint niemanden zu interessieren, wie viel Arbeit ich hier reinstecke. Weshalb du dich noch mehr anstrengen musst. Hör zu, ich habe versprochen, dass ich nichts sagen würde, aber die Top 3 reden. Und? Sie haben uns schon kontaktiert. Die Top 3? Es könnte noch ein paar Verhandlungen geben, aber behalte das für dich, okay? Natürlich. Verstappen holt. Ohne Zweifel wird es etwas Folge. Gerangel geben. Du Lord, hast einen Vertrag für stimmt, eine weitere Saison. Japan nie gezweifelt, aber Max deine Verstappen. Hartnäckigkeit ist aufgefallen. Wow. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Gar nichts. Du solltest das gar nicht wissen. Ich gebe das nur ungern zu. Aber Connorsport kann nicht mit dir mithalten, Aiden. Tu mir nur einen Gefallen. Ja, sicher. Du musst so hart arbeiten, wie du kannst. So viel wie möglich aus dir herausholen, bevor ich dich an ein besseres Team verliere. Kannst du das für mich tun? Na klar, kein Problem. Das werden wir machen. Junge. Ich bin da, wenn du mich brauchst. Wir sprechen uns bald. So ein Ehrenmann, wirklich. Also er behandelt wirklich er komplett gleich. Also das ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Auch wenn seinem Sohn eigentlich viel mehr Bevorzugung bevorstehen würde, muss man sagen, behandelt er eigentlich und sogar besser wie seinen Sohn. Social Media, gucken wir mal. Also das hatte ich nicht von meinem Connorsport Bingo Karte. Ein Team, das vor Überraschung nur strotzt. Nur keiner davon ist gut. Es gibt nicht viele Fahrer, die nach einem so katastrophalen Boxenstopp noch auf dem Podium landen. Jackson ist ein anderes Kaliber. Tommy T999. Deshalb verstehe ich die Kritik an ihm nicht. Phänomenal gefahren. Glückwunsch an Max Verstappen zu seinem weiteren Weltmeisterschaft. Eine hervorragende Leistung in der gesamten Season. Sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. Ein paar Fanbriefe und so weiter sind auch noch dabei. E-Mails, brauchen wir nicht. Entschuldigung, was? Entschuldigung. Ey, normalerweise schreibe ich dir keine E-Mail, aber nach dem, was da heute passiert, ja, ist natürlich dumm gelaufen, aber ich würde mal sagen, gucken wir mal, wie es morgen weitergeht. Abonniert unbedingt dafür gerne den Channel kostenlos, falls euch meine Videos gefallen. Lasst doch gerne da wieder unter. Wir sehen uns hoffentlich morgen oder übermorgen wieder hier. Heute oder morgen wieder hier. Vorhin kam mal Teamfolge und es wird auch Mega-Season kommen und. Also abonniert unbedingt gerne für mehr und wir hustlen richtig rein. Ich liebe das Game bis jetzt und ich bin sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Also abonniert doch gerne auf TikTok, dass ihr nichts verpasst auf jetzt-tobi. Macht die 13k voll. Bis morgen oder später und ciao.